So, herzlich willkommen zurück im Orient Express. Wir sind immer noch hier, unser guter Anton Jakob Zellner, der Schweizer Polizist, der mit dabei behilflich sein möchte, den Raben zu fangen, den Meisterdieb. Aber irgendwie kommen wir nicht so wirklich vorwärts. Wir haben ja zwei Aufgaben. Einmal müssen wir die verlorene Brieftasche der Baronin finden und zum anderen hat sich Professor Lucien, ich weiß es schon wieder nicht mehr, ausgesperrt. Oder jemand hat ihn ausgesperrt, wer weiß. Und wir müssen da irgendwie behilflich sein, die Tür wieder aufzukriegen. Aber irgendwie war ja beim letzten Mal nichts so wirklich, was wir gefunden haben. Und ich habe noch kurz weitergeschaut beim nächsten Mal, habe aber zugegebenermaßen nicht allzu gründlich gesucht und habe auch nur sehr kurz gesucht. Und das Einzige, was ich gefunden habe, war ein Radio. Und für dieses Radio habe ich die erste Errungenschaft bekommen. Die Musikliebhaber hieß, glaube ich. Was ich da Bahnbrechendes getan habe, um diese Errungenschaft zu kriegen, das werden wir uns gleich noch anschauen. Ich würde aber erstmal sagen, wir stellen nochmal den gesamten Zug auf den Kopf. So viele Seiten sind es ja nicht, so viele Abteile. Und schauen nochmal, wo wir noch was finden können. Hier haben wir zum Beispiel noch was. Der Zug legt über 3000 Kilometer zurück und hält an einem Dutzend Orten. In vielen Städten werden den Reisenden lokale Spezialitäten und Folklore geboten. Gerade in Südosteuropa ein Abenteuer. Wenn's Tzatziki und Sirtaki gibt. Wunderbar. Na gut, dann wollen wir mal weiterschauen. Ich weiß gar nicht, hatten wir schon das Fenster? Ja, das hatten wir schon geöffnet, glaube ich, ne? Das hatte ich, glaube ich, nicht dann beim Rumschauen gefunden. Ich habe keinen Grund, den Geist zu ärgern. Ja, genau. Das ist das Blöde, wenn man mal so weiterguckt und dann mal irgendwas mit angeklickt hat, egal ob es jetzt wichtig ist oder nicht. Man weiß dann nämlich nicht mehr, ob man es in der Aufnahme oder danach angeklickt hat. Gut, gibt's noch was mit dem Geiger zu besprechen? Die zitternde Hand des Geigers. Nein, ich klicke jetzt mal weg, weil das ja nicht allzu wichtig ist. Schauen wir mal, halt. Moment, ich habe hier noch gar nicht geschaut, aber hier hatte ich ja beim letzten Mal schon rumgeguckt. Das war jetzt, glaube ich, bloß hier oben gewesen. Ich weiß, wir haben noch die Möglichkeit, Hotspots uns anzeigen zu lassen. Das Blöde ist bloß, wenn man mehrere Bildseiten hat, hier mehrere Bilder hat, in denen man suchen kann, dann ist es natürlich doof, mit einem Hotspot zu suchen, vor allem wenn dann hier diese Punktzahl sinkt. Das macht ja keinen Spaß. Nicht wahr? So, hier hatten wir Tür und Schloss, Professor Lucien, mit dem wir bestimmt auch nichts mehr zu besprechen haben. Die Baronin, die will uns bestimmt nicht mehr reinlassen. Die Baronin scheint einen speziellen Charakter zu haben. Ja. Am besten störe ich sie erst wieder, wenn ich ihre Brieftasche gefunden habe. Nebenbei bemerkt, das wollte ich euch noch zeigen, wir haben hier oben übrigens das Notizbuch vom Herrn Zellner. Das ist eigentlich ganz niedlich gemacht. Hier haben wir halt einerseits die Aufgaben, die wir besitzen, die wir erhalten haben, aufgelistet und zum anderen aber ebenso die Charaktere, denen wir schon begegnet sind. Und die werden nicht bloß umschrieben darin, sondern die werden auch gezeichnet. Und da haben wir auch ein Bild von der Baronin von Trebitz. So sieht's aus. Die sieht so aus, wie sie klingt, finde ich. So, ansonsten haben wir hier aber eigentlich nichts, was wir irgendwie momentan gebrauchen könnten, muss ich sagen. Können wir uns aber bei Gelegenheit dann später mal alles noch, hier kann ich das ja mal durchblättern, falls es irgendjemand interessiert. Aber im Prinzip ist es ja nur eine Zusammenfassung von dem, was wir schon erlebt haben. Ist halt wie so ein Questlog, was man halt immer so findet. Ja, ansonsten weiß ich gar nicht, wollte ich noch irgendwas zeigen hier? Dieser komische Typ. Gut, egal. Suchen wir mal weiter. Hier ist jetzt auch nichts mehr. Okay. Vielleicht ja bei der netten Lady hier, bei der, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Die Schriftstellerin mit dem seltsamen Namen. West Mackett, genau. Und der Miss Miller, ich glaube, mit denen hatten wir bei, das ist schon beim letzten Mal bis zum Exzess gesprochen. Hier unten geht's bloß ins nächste Abteil wieder. Halt! Zahnstocher, aha. Ach, könnten wir... Die Zahnstocher muss der Steward hier vergessen haben. Normalerweise wird einem so etwas dezent nach dem Essen gereicht. Könnten wir da nicht einen benutzen, um das Schloss aufzufingern irgendwie? Probieren wir das doch mal. Ach komm. Diese Bildwechsel sind auch manchmal ein bisschen seltsam. Das ist ein bisschen unausgereift, habe ich das Gefühl. Da müsste man eigentlich noch mal ein bisschen nachpatchen. Das wirkt immer etwas seltsam, wenn er dann am Bildrand hier gegen die Kante läuft. Schade. Wäre jetzt eigentlich eine Idee gewesen, da diesen Bolzen zurückzuschieben, weil er ja gemeint hatte, der wäre zu kurz, wenn ich mich recht entsinne, der Bolzen des Schlosses. Der hätte ja eigentlich mit dem Zahnstocher das Ding aufschieben können. Aber gut, gut.
Soll halt nicht sein. Wir haben zumindest was gefunden, auch wenn wir noch nicht wissen, wofür. Ich habe sowieso... Hier drüben haben wir noch Dr. Gebhardt, mit dem gibt es sicher auch nichts mehr zu besprechen. Ansonsten haben wir nur noch die Bar und auf die hoffe ich eigentlich am meisten, dass hier noch was ist. Hier hatten wir ja einerseits das Radio, hier, doll präsentiert. Und für das Einschalten der Musik gab es die Errungenschaft, die es jetzt natürlich leider nicht mehr gibt. Denn die Errungenschaften kriegt man ja leider bloß beim ersten Mal. So, und ansonsten... Aber die Schublade... Ich bräuchte ein Stück Draht oder etwas in der Art, um das Schloss zu knacken. Haben wir nicht, haben wir nicht. Aber vielleicht... Ich wollte eigentlich den Block an... Moment mal. Der Block, ja. Der Block war beim letzten Mal, den hatten wir, glaube ich, schon untersucht, oder? So war mir irgendwie. Aber es ist gut zu wissen, die Schere, die sacken wir doch gern vermutlich mit... Vermutlich benutzt der Stuart die Schere, um ja, gespenstige Verpackungen zu öffnen. Die sacken wir doch gern mit ein. Ja, fast alles verpackt und verschweißt. Ein Kollege hat mir kürzlich von Suppen erzählt, die pulverisiert in Tütchen verkauft werden. Ich konnte es nicht glauben. Das ist die Zukunft, mein Freund. Ja, wieso willst du die nur betrachten? Warum willst du die nicht mitnehmen? Ich lasse die Schere hier. Wenn ich sie brauche, weiß ich, wo sie ist. Ach komm schon, warum denn? Gut, heißt aber, wir können sie eigentlich nicht für irgendwelche Türen oder so benutzen. Das ist immerhin insofern schon mal günstig. Wir können sie benutzen, aber nur mit irgendwelchen Gegenständen, die wir dadurch modifizieren können. Vielleicht können wir den Block mitnehmen. Den Block brauche ich nicht. Aber vielleicht ist mir der Bleistift irgendwann mal von Nutzen. Vielleicht geht ja der Bleistift an der Tür. Aber ich will erst mal gucken, ob wir irgendwas haben, was wir mit der Schere benutzen können. Weiß ja nicht. So, Portemonnaie zerschneiden und dann das in längsförmige Stückchen, keine Ahnung, schneiden, um dann die Dings zu öffnen. Ich lasse die Schere hier. Ja, ja, ist ja gut. Ich mache mal ganz kurz die Musik wieder aus, weil im Hintergrund dann die normale Hintergrundmusik kommt. Das ist dann blöd, wenn die sich überschneiden. Oder genau, wir zerschneiden den Kriminalroman. Schade. Zeigen dann der Lady Westmacott, hieß sie, ne? Ja, der Lady Westmacott zeigen wir dann die Schnipsel und dann wird sie zum Berserker und randaliert im Zug und reißt die Abteiltür ein. Das wäre doch auch eine Idee. Und vielleicht, ja, die Zeitung, die können wir ja nur anschauen. Zahnstocher? Keine Ahnung. Nee. Bleistift wäre auch so... Wie jetzt? Warum? Was machst du mit dem Bleistift? Warum zerschneidest du den? Wenn ich mit der Schere an der Mine des Bleistifts schabe, erhalte ich feines Graphitpulver. Ach so, Sherlock. Einen Preis werde ich für die Idee nicht gewinnen. Aber Graphitpulver eignet sich hervorragend für die Spurensicherung. Sehr schön, Sherlock. Das bringt uns jetzt zwar gerade nicht weiter, aber immerhin, wir haben Graphitpulver. Das heißt, wir können dann wahrscheinlich, denke ich mal so, wenn wir die Abteiltür öffnen, wird wahrscheinlich niemand mehr drin sein, aber wir können dann mit dem Graphitpulver nach Fingerabdrücken suchen. Gut, ansonsten war ja hier jetzt nichts mehr. Halt. Achso, das war bloß geht zurück. Gut. Ansonsten war ja hier jetzt nichts mehr. Also gehen wir mal weiter. Hier hatte ich schon geschaut. Ja, wirklich, mit der Tür bringt uns das nicht weiter. Ich hätte jetzt noch auf den Bleistift getippt, dass wir damit vielleicht dasselbe machen können, was ich vorher mit dem Zahnstocher machen wollte. Aber gut, wollte halt nicht sein, ne? Sollte halt nicht. Ach, egal. Wisst schon, was ich meine? Salonwagen. Die Leiter hatten wir schon. Gehst du nochmal rein? Ah! Ich dachte nur, wenn es wichtig ist. Inspektor Legrand, gibt es Neuigkeiten? Voll! Constable Robert Oliver. Kann es sein, dass ich in der Zeitung von Ihnen gelesen habe? Das ist gut möglich. Robert war anwesend, als das erste Auge des Sphinx gestohlen wurde. Warum waren Sie im Museum? Haben Sie von draußen etwas beobachtet? Ich habe eine angelehnte Tür entdeckt. Als aufmerksamer Polizist kam mir das verdächtig vor. Scotland Yard hat eine Belobigung ausgesprochen und ihn mir als Verbindungsmann zugeteilt. Eine große Ehre, Sir. Der ist voll verdächtig. Die haben bestimmt irgendeine Verschwörung am Laufen und er ist da der Mittelsmann immer. Er hatte ja im Intro gesagt, dass der Rabe im Dingens ist. Und er wusste auch genau, was der Rabe stiehlt. Ist doch ein bisschen merkwürdig, oder? Und jetzt erzählt er so eine Geschichte hier. Also da ist irgendwas faul. Ich glaube nicht, dass er irgendwie mit dem Raben, es sei denn natürlich Legrand ist der Rabe, und hat ihm das gesteckt. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube aber nicht unbedingt, dass er mit dem Raben unter einer Decke steckt, aber vielleicht ist da irgendeine Verschwörung, dass sie den Raben ausgenutzt haben. Vielleicht gibt es ja auch gar keinen neuen Raben.
und die verfolgen irgendeinen anderen Zweck, damit ihn jetzt wieder aufleben zu lassen. Das kann ja aber durchaus sein, alles. Ich habe von Baronin von Trebitz erfahren, dass sie ihre Brieftasche vermisst. Baronin von Trebitz? Interessant. Allerdings, Sir. Aber es wird wohl trotzdem nichts mit unserem Fall zu tun haben. No shit. Also soll ich mich nicht darum kümmern? Doch, warum nicht? Es ist Ihr Job als Polizist. Erwarten Sie nur nicht, dass wiedergefundene Brieftaschen mich sonderlich beeindrucken. Dann werde ich mich mal wieder an die Arbeit machen. Nur zu. Na, das war ja voll ertragreich. Nee, bestimmt hat das mit dem Raben zu tun. Der wird bestimmt jetzt auch auf Brieftaschenraub umgestiegen sein, weil er... Moment. So, das war was der Transportwagen. Nee, die Kiste. Die habe ich noch... Oh, das ist mies, Leute. Die sieht man gar nicht. Das Blau und Blau, das ist ja so fies. Hm. Eine Kiste mit einem Vorhängeschloss. Ich würde vermuten, dass sich darin Werkzeuge für Bahnarbeiter befinden. Vielleicht fürs An- und Abkoppeln der Wagen. Oder auf fürs Öffnen von ist Türen. Kasten so angebracht, dass man ihn vom Boden besser erreichen kann als von hier oben. Ja komm, stell dich nicht so an, da wirst du doch wohl rankommen, oder? Abgeschlossen. Bang, bang! Keine Bewegung! Alter! Matt, bist du des Wahnsinns? Ich schieße? Hey, meine Pistole! Die kannst du dir in Venedig abholen. Ich hätte stürzen und unter die Räder kommen können. Ich dachte, sie sind ein Gespenst. Es gibt keine Gespenster. Doch, eben ist eins am Fenster vorbeigeflogen. Ach. Ja, ja, schon klar. Abmarsch. Oh Mann. Ist etwa gerade der Rabe am Fenster vorbei, ne? Wer weiß, was der Professor da in seiner Kabine hat? Die Kiste ist mit einem Vorhängeschloss gesichert. Ohne Schlüssel bekomme ich die nicht auf. Könnten wir da nicht vielleicht den Zahnstocher benutzen? Nee, schade. Andere Leute können das. Du bist eine Lusche. Na gut. Immerhin haben wir jetzt den kleinen Bengel wieder gefunden. Ich wusste doch, dass der ein Balk ist. Blödes Kind. Da wäre unser armer Jakob Anton Zellner fast um die Räder gekommen. Oh, Herr Wachtmeister. Ja, bitte? Ich hoffe, mein Sohn hat Ihnen keine Umstände gemacht. Er lief gerade wütend und wortlos an uns vorbei. Normalerweise ein Zeichen dafür, dass ihm jemand die Grenzen aufgezeigt hat. Ich fürchte, es war so. Er hat mir einen Streich gespielt, den man als gefährlich bezeichnen muss. Ich sah mich gezwungen, ihm zur Strafe seine Holzpistole abzunehmen. Ich verstehe. Und ich danke Ihnen. Matty ist ein sehr lebhaftes Kind. Manchmal fehlt ihm einfach die starke väterliche Hand. Wo ist denn Mats Vater, wenn ich fragen darf? Er ist nicht mehr da. Oh, ich verstehe. Wollen Sie mir Mattys Pistole vielleicht da lassen? Dann müssen Sie sich nicht darum kümmern. Ja, ich habe ihm gesagt, er bekommt sie erst in Venedig zurück. Natürlich. Noch einmal vielen Dank, Herr Wachtmeister. So wie die Pistole da liegt, brauchen wir die garantiert nochmal. Na gut, hat sich das jetzt geklärt? Ich wüsste noch tausend... Okay, hier gibt's auch nichts Neues. Ich glaube, es ist ihr... Okay. Hätte sein können, dass sich jetzt nochmal neue Gesprächsoptionen ergeben haben, aber wir können jetzt mit Matt reden. Ich hoffe einfach mal, der wird jetzt hier drüben sitzen. Und Miss Miller hat ja gesagt... Miller? Milner? Irgendwas. Die Mutter halt. Die hat ja gesagt, er versteht sich darauf, verloren gegangene Dinge wiederzufinden. Vielleicht hat Matt ja irgendeine Idee... Wo wir, ja, da sitzt du doch, wunderbar. Wo wir den Schlüssel für die Kabine wiederfinden könnten oder vielleicht auch die Brieftasche. Nein, nicht so weit, bitte. Ist aber interessant, dass der Stuhl da leer war. Ach nein, das ist ein anderer Stuhl, okay. Na gut, reden wir mal mit Matt.